Wir sind Handball-Europameister. Dass unser Finn Lemke daran einen guten Anteil hatte, ist unbestritten. Der Jubel bei seinem Einlauf in die Halle war entsprechend groß. Das trifft auch auf die Erwartungshaltung des SCM zu, der im ersten Ligaspiel nach der Winterpause gegen den DHFK Leipzig nicht nur die Hinrunde, sondern auch die Hinspielniederlage vergessen machen wollte. Dass das kein leichtes Unterfangen werden würde, zeigte sich schon am Anfang. Fast 4 Minuten dauerte es, bis das erste Tor der Partie fiel. 1:0 für den SCM durch Nemanja Selenovic. Im direkten Gegenzug zeigten aber auch die Leipziger, dass mit ihnen zu rechnen ist. Alen Milosevic zum 1:1. Umkämpft ging es weiter, aber die Leipziger brachten die zwingenderen Aktionen zustande. Die Magdeburger scheitern im Angriff an Torwart Wortmann. Im Gegenzug trifft Leipzigs Bastian Roschek. 4:3 Führung für die Leipziger Gäste. Die Partie wurde immer hektischer und härter. In der 19. Spielminute scheitern die Leipziger an Keeper Dario Quenstedt. Beim Gegenstoß geraten Jakob Begerstedt und Philipp Weber aneinander. Nemanja Selenovic räumt am Kreis grenzwertig seinen Leipziger Gegenspieler ab und auf der anderen Seite bringt wieder Jakob Begerstedt auf links außen Leipzigs Lukas Binder zu Fall. Eine Rudelbildung um den Schiedsrichter ist die Folge. Ruppig ging es bis zur Pause weiter. Leipzig kassierte immer wieder 2 Minuten Strafen, insgesamt 9 im Laufe der Partie. Gefährlich waren sie trotzdem. In der 22. Minute erzielt Ivis Jurtsch das 11:8 für Leipzig in doppelter Unterzahlsituation. Einer der Gründe für die stabile Führung Leipzigs war Torwart Jens Wortmann. In seinem ersten Spiel für Leipzig brachte der Ex-Hamburger die Magdeburger reihenweise zum Verzweifeln. Hier Yves Grafenhorst und Robert Weber. Einen neuen hatte auch Magdeburg aufzubieten. Jens Schöngard kam nach 24 Minuten zu seinem Pflichtspieldebüt, blieb aber wirkungslos. Den Schlusspunkt in Hälfte 1 setzte Yves Grafenhorst. Der SCM ging mit einem 12:17 in die Pause. In Halbzeit 2 zeigten sich die Magdeburger zunächst verbessert, kamen durch Nemanja Selenovic und Robert Weber wieder auf 3 Tore heran. Die Leipziger stellten aber den alten Abstand wieder her, auch wenn Yannick Green seine Leistung wie hier in der 40. Minute steigern konnte. Und der Tor des SCM, Yannick! Doch die löchrige Abwehr vor ihm war für die Leipziger an diesem Tag kein Hindernis, sie setzten sich weiter ab. In der 54. Minute tritt Philipp Weber zum 7-Meter an und verwandelt. 29:22 für Leipzig, die Gäste 7 Tore vorn. Coach Bennett Wiegert reagiert und gibt noch einmal neue Impulse für die Schlussminuten. Der Plan funktioniert, der SCM holt auf. Nemanja Selenovic beendet einen 4:0-Torelauf der Magdeburger mit dem 26:29. Näher heran kamen die Magdeburger nicht mehr, die Leipziger verteidigten ihre Führung, sodass wieder Nemanja Selenovic 3 Sekunden vor Schluss nur noch das 28:31 erzielen konnte. Zusammen mit Yves Grafenhorst, der auch 7 Tore erzielte, war er noch einer der Aktivposten in einer kopflosen Mannschaft, die immer noch auf der Suche nach sich selbst ist. Die SCM-Fans, die sich das ganze Spiel über zurückgehalten hatten, mussten so auch nach dem Spiel das Feiern den viel lauteren Leipzigern überlassen, deren Mannschaft mit diesen 2 Punkten einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht hat. Ja, ich glaube, heute hat bei uns sehr, sehr viel funktioniert. Wir haben fast alles, was wir uns vorgenommen haben, sehr gut umgesetzt und haben natürlich gehofft, dass wir das Spiel lange offen halten können und dann zum Schluss hier was Zählbares mitnehmen können. Und haben wir heute wirklich sehr, sehr viel für getan und ich bin sehr, sehr froh, dass wir zum Schluss hier einen Sieg erringen konnten. Was auffiel, war die Nervenstärke von euch. Immer wenn der SCM mal so rankam auf 3, 4 Tore, dann habt ihr wieder ein Tor nachgelegt oder so. Wart ihr so vom Siegeswillen her ein Tick stärker heute als der SCM? Ja, das weiß ich nicht. Also ich glaube, man hat auch schon gemerkt, dass Magdeburg viel investiert hat, um hier heute das Spiel nochmal zu drehen. Aber ich kann nur für uns selbst sprechen und wir haben uns gut auf Magdeburg eingestellt, haben gut gearbeitet in Vorbereitung und haben dann heute hier auch ein tolles Spiel gemacht. Und denn gewonnen in der Atmosphäre, was sagt man zu der Atmosphäre? Ja, ist natürlich wie immer Wahnsinn. Also in Magdeburg ist es immer laut, es ist immer schwierig zu spielen. Die Fans stehen hier immer hinter der Mannschaft und das ist natürlich schon eine beeindruckende Kulisse und da bin ich sehr froh, dass wir so gut damit umgehen konnten. Schönen Dank und gute Heimfahrt. Dankeschön. Trainer Bennett Wiegert bei uns am Mikrofon. Benno, gibt es schon eine Erklärung für die Niederlage?
Ja, wir waren heute die schlechtere Mannschaft, deswegen haben wir verdient verloren. Eine Analyse kann ich so direkt nicht nach dem Spiel machen. Ich habe schon ein Gefühl. Ich habe ein Gefühl, dass es in vielen Sachen einfach gefehlt hat. Dass wir nach 10 bis 15 Minuten komplett unseren Faden verloren haben. Bis dahin hat es einigermaßen gestimmt. Vielleicht haben wir uns etwas verunsichern lassen, dass wir noch nicht geführt haben. Das lag an der Chancenauswertung. Das zieht sich auch so ein bisschen durch die letzten Spiele. Das hat uns auch im Dezember schon enorm wehgetan. Und jetzt wird es natürlich eine ganz, ganz schwere Aufgabe, uns dort aus diesem Loch wieder rauszuziehen, in dem wir uns befinden. Es ist normal, dass wir natürlich jetzt sehr, sehr klein sind. Und jetzt liegt es am Trainerteam, das stellt sich an. Aber wir müssen aber nicht denken, dass wir morgen aufstehen und alles ist gut. Das muss jetzt richtig wehtun, ja, um dann hoffentlich die richtigen Lehren daraus zu ziehen. Das nächste wichtige Spiel steht schon am Sonntag an gegen Aalborg. Kriegt man das hin, in so ein paar Tagen die Mannschaft wieder auf Kurs zu bringen? Muss man. Ja, ob man das hinbekommt oder nicht, das ist die Aufgabe und das muss man schaffen jetzt, ne? Dass das keine einfache Aufgabe wird. Ich glaube, das ist jedem bewusst. Hätten wir heute ein anderes Spiel gemacht, was der Plan war, wäre man vielleicht mit ein bisschen Selbstbewusstsein in das Spiel gegangen. Jetzt weiß keiner richtig, wo wir stehen. Es liegt jetzt an mir, das schnellstmöglich zu ändern. Was auffiel im Spiel, Finn Lemke fängt gut an, hat dann den einen Fehlwurf, der übers Tor geht. Und hat man da den Eindruck gehabt, er denkt dann wieder nach diesem Fehlwurf? Ich muss da nichts reininterpretieren. Ich glaube, es gab einen riesen Hype über Finn Lemke, den er auch unbedingt nicht so wollte. Er ist Europameister geworden, wir haben uns alle für ihn gefreut. Dass diese Aufgabe jetzt für ihn in Magdeburg mit großen Erwartungen natürlich keine einfache wird, war uns, glaube ich, intern schon bewusst. Und ich hoffe, dass auch das Umfeld langsam wird, dass er alleine nicht der Heilsbringer sein kann. Wir brauchen eine geschlossene Mannschaftsleistung, wir brauchen jeden Einzelnen zu 100%, was heute leider nicht der Fall war. Schönen Dank und viel Glück für die nächsten Spiele. Gerne.